Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Bitcoin-Update-Video. Bitcoin ballert komplett durch die Decke jetzt am Montag früh. Wir befinden uns derzeit bei 30.800 US-Dollar. Sehen wir jetzt möglicherweise die 40.000 US-Dollar? Wir haben im Marktausblick schon mal drüber gesprochen. Der Daily Close war jetzt nicht gerade der beste für uns, sage ich mal, für die 40K. Trotzdem, wenn wir jetzt diesen nächsten Zielbereich jetzt nach oben hindurch brechen, ist es wirklich wahrscheinlich, dass wir solche Preislevel sehen. Aber es gilt natürlich weiterhin vorsichtig. Wir haben einige Punkte, die etwas kritisch zu sehen sind. Trotzdem schauen wir uns das jetzt alles mal ganz kurz an. Sehen wir wirklich die 40k? Bleibt auf jeden Fall dran. Bevor wir starten, lasst dem Video schon mal gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe rein. Schon wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. So. Und deswegen jetzt rein in die Analyse. Momentan, wie gesagt, Bitcoin bei 30.800 US-Dollar knapp. Wir sehen, wir haben den nächsten Zielbereich hier oben bei 30.400 US-Dollar jetzt ohne Probleme mit der 4-Stunden-Candle jetzt erst einmal durchbrochen. Die neue hat gestartet. Wenn wir uns jetzt darüber halten, ist es schon mal ein richtig wichtiger Step, dass wir wirklich Richtung 40.000 US-Dollar gehen könnten. Ihr seht hier, wir haben diese gelbe Ineffizienz hier oben noch liegen bei 31.000 US-Dollar. Das ist jetzt auch erst einmal der erste Step, wo wir auf 4-Stunden-Basis hin müssen. Das heißt, wir haben noch minimal Luft nach oben. Soll Sollten wir uns danach wirklich mit den nächsten 1, 2, 4 Stunden Candles über der Marke von 30.000 US-Dollar halten und dann hier stabilisieren, dann ist der nächste Step die 31.800 US-Dollar. Also das ist jetzt, wie gesagt, die Ineffizienz hier, die sollte sich der Markt auf jeden Fall noch holen. Erst dann können wir sicher sein, okay, schließen wir über dieser Marke von 30.200 US-Dollar, können den, den ganzen Preisbereich halten, sind wir wirklich momentan sehr, sehr bullish. Und wir haben es den Marktausblick angeguckt. Wir haben heute bis. Ja, Mittwoch, Donnerstag kaum News, die im Endeffekt den Kurs zum Einbrechen könnten. Und ich habe auch dazu gesagt, der ganze Markt auch in den USA ist mir derzeit ein bisschen zu bearish für die komplette Lage. Deswegen gehe ich eher davon aus, dass wir im Endeffekt jetzt heute bis möglicherweise Donnerstag so sogar noch weiter pumpen könnten. Außer es kommen irgendwelche News aus den USA etc., die uns dann doch deutlich nach unten drücken sollten. Jetzt habe ich aber gesagt, Daily Close. Ähm, Relativ wichtig für, ich sage jetzt mal die ganze Woche oder wir fangen mal an mit dem Weekly Close, weil das, darum ging es eigentlich im äh, Marktausblick. Der Weekly Close war jetzt nicht wirklich berauschend. Also, wir haben grundsätzlich, wir haben die, äh, die, die Supply Zone bei ungefähr 29.300 US-Dollar durchbrochen. Wichtig. Wir haben es aber nicht geschafft, hier oben über der Marke von 30.300 US-Dollar zu schließen. Das ist eben dieser eine Punkt, der mich etwas stört, weil dann hätten wir einerseits, wer äh, den Marktausblick geguckt hat, des Head and Shoulders Chart Pattern einmal invalidiert. Momentan ist es noch im Play. Könnte sich dann aber heute und deswegen jetzt der heutige Daily Close auch sehr sehr wichtig. Könnte sich mit dem heutigen Daily Close über 30500 US-Dollar erst einmal erübrigen. Also für den heutigen Tag ist es extrem wichtig, dass wir über 30500 US-Dollar schließen. Dann haben wir wirklich die Chance in Richtung 40000 US-Dollar zu gehen. Oder dann mindestens hier Richtung 31,1. Das wäre natürlich der komplette äh, geisteskranke Move, dass wir dann wirklich Richtung 40.000 US-Dollar gehen könnten. Aber das wird sich heute entscheiden. Wie gesagt, vier Stunden. Wir sind absolut übergekauft mittlerweile. Also wir sind komplett beim RSI äh, mit einer bearish Divergence überstrapaziert. Wir haben RSI von 82, heißt nichts. Muss man natürlich auch dazu sagen, auf dem 4 Stunden Timeframe, das Ding kann auch bis 90 hochgehen. Im 1 Stunden Chart das allergleiche bearish Divergence, also man muss momentan vorsichtig sein, hier noch irgendwie hinterher zu rennen, aber auch Ethereum, wir sehen eine kleine Altcoin Season. Wir werden uns gleich mal Chainlink anschauen, weil das Ding ballert gerade richtig und das ist auch sehr sehr interessant. Ähm Ethereum macht endlich mal seinen Move, hat hier im Endeffekt den Widerstand nach oben hindurchbrochen, nachdem Bitcoin nicht einen Rücksetzer gemacht hat. Und hat jetzt auch hier als nächstes Ziel erst einmal die 1717 und im Best Case hier oben die 1780. Das heißt. Wenn sich Bitcoin oben hält, könnten wir eine kleine Altcoin-Season bekommen, beziehungsweise Bitcoin zieht jetzt gerade ein bisschen die Altcoins mit. Ethereum kann davon profitieren. Ich würde, wie gesagt, jetzt momentan keinen Longs mehr irgendwie hinterherballern. Das macht einfach für mich meiner Meinung nach sehr, sehr wenig Sinn, dass man jetzt versucht, hier im Endeffekt die Welle noch mitzunehmen. Es kann jederzeit von jetzt auf gleich einfach nach unten gehen. Wir müssen diesen Daily Close abwarten, sollten wir wirklich unseren bullischen Daily Close, wie gesagt, bei Bitcoin. Einerseits über die 30,5 kriegen sogar oder sogar über die 31,1 ist es absolut bullish und wir könnten, wie gesagt, wir haben es auch im Marktausblick drüber gesprochen. Erstes Ziel wären die 34k und dann die 40k. Die 40k ist noch ziemlich weit weg, aber die 34k wäre dann so der nächste Ankerpunkt, wo ich sagen würde, okay, wäre kurzfristig möglich und dann kommt es auf den Wiki Close, anschließend wir dann trotzdem wieder tiefer. Könnte es alles ein Fakeout gewesen sein und wir könnten einen kompletten Breakdown nach unten hinbekommen. Ansonsten, wie gesagt, ich habe gerade äh, gesagt, Chainlink hat endlich... Nach, ich sage jetzt mal, eineinhalb Jahren wirklich ein Breakout hingelegt. Und was für ein Breakout? Also, hier können wir wirklich davon sprechen. Gestern schon über unserer Range äh, geschlossen. Also, für alle, die Chainlink gekauft haben, herzlichen Glückwunsch. Ich habe seit eineinhalb Jahren, also seit Mai 2022, haben wir diese Range gebildet. Immer wieder akkumuliert, immer wieder akkumuliert. Und endlich haben wir es jetzt mal geschafft, hier ein Breakout hinzulegen. Ziel, wie gesagt, ist hier oben erst einmal die 12-Dollar-Marke. Dort haben wir den ersten Daily-Widerstandsbereich. Da sind wir jetzt auch schon angekommen. Beziehungsweise. Ja, doch, die Zone zumindest mal ganz kurz angedippt, übergeordnet. Kann ich mir aber sehr, sehr gut vorstellen, dass wir hier sogar in Richtung 16 US-Dollar vorstoßen. Ansonsten, wer jetzt hier noch ein bisschen akkumulieren möchte, Chancen kommen immer wieder. Wir haben einen sehr, sehr massiven Wick nach oben hier mittlerweile gesehen. Es ist eine Möglichkeit, dass wir hier nochmal einen Rücksetzer sehen, nachdem wir jetzt hier den Zielbereich angelaufen haben. Zumindest mal den ersten Zielbereich und dann im Endeffekt hier nochmal die Korrektur möglicherweise auf 47 sehen. Alles möglich und dann erst den richtigen Run in Richtung 18 US-Dollar starten. Das sind so die Möglichkeiten, die ich bei Chainlink momentan sehe. Ansonsten, ich verkaufe derzeit noch nichts. Wir haben einen sehr, sehr guten Entry hier in der Mitte. Ich warte hier wirklich auf diesen Move in Richtung 16 oder 15 bis 17 Dollar auf die Range. Das ist der erste Verkaufspunkt für mich bei Chainlink. Und vorher werde ich hier erst einmal nichts verkaufen. Wir haben jetzt ewig lange akkumuliert. Wir hatten ewig lange Zeit. Wir haben sogar unser tiefstes Tief oder tiefster Einkaufspunkt war eben hier unten bei den 5 Dollar. Genießt es einfach im Endeffekt, wenn ihr verkaufen wollt oder hier unten wirklich eingestiegen seid, dann nehmt halt eure äh, 50% raus oder sowas und gut ist. Ansonsten mein Preisziel auf jeden Fall hier oben die 16 US-Dollar-Marke. Ja, ansonsten, ähm, wie gesagt, alles blickt heute mal auf dem DXY. Haben wir auch drüber gesprochen, dass eine kleine äh, Korrektur auf jeden Fall möglich ist. Wir halten uns derzeit auf daily sich noch ein bisschen stabil, auf 4-Stunden-Basis auch, also noch kein tieferes Tief derzeit gebildet. Sollten wir hier natürlich auch eine exorbitante Erholung sehen, nochmal nach oben, könnte das ein Kryptomarkt und die Stockmärkte auch noch mal ein bisschen zum Einbrechen bringen. Ansonsten gehe ich davon aus, dass wir heute eine deutliche Erholung auch in den US-amerikanischen Börsen erst einmal sehen. Gut, dann würde ich sagen, war es das für das heutige Update-Video. Wir hören uns eventuell später noch mal zu einem kleinen Altcoin-Update-Video. Ansonsten ähm, war es das von meiner Seite. Bis dahin, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Und ja, schönen und guten Start in den Tag. Wir hören uns bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay cool.